Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny Röcke. Wie heißt euch? Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Hallöchen. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir sind in der Disco Wir haben die Disco abgeschlossen, haben die Afro-Lady erledigt. Und haben auch den letzten Aufzugsknopf bekommen. Aber dieses Mal gibt es einen anderen Part. Wir jagen Boohoos. Ja. Wir werden jetzt alle übrigen Stockwerke abklappern und nach Boohoos suchen. Und sehen wir mal an, wie der Geist da oben chillt. Ja. Das könnten glatt wir sein. Jetzt hast du ihn aufgeschreckt. Ach was, Alter. Wir sollen einfach weitergehen. Ich hab schon gesehen, wo jemand ist. Ich auch. Oh. Ich habe mal vorhin versteckt von dem Buch kaputt gemacht. Ja. Da ist er. Was? Hier. Doch nicht. Ich kümmere mich mal eben drum. Da mein Boah, ja, eingesaugt. Den Eimer. Ich glaube, wir müssen irgendwie das Rad drehen. Eins von den beiden Rädern ist es. Das ist schon sehr stark. Ja. Sehr viel stärker. Da ist es. Ich bin beim Boom. Wusch. Sag mal, warst du vielleicht zu lange in der Wand oder was mit dir? Ist weg. Warum das denn? Keine Ahnung. Aber wir wissen ja zum Glück, wo er jetzt ist. Boing. Was hat denn. Du hast das Banjo kaputt gemacht. Ja. Die Vibration. Fehlen uns eigentlich hier noch Dinger? Nee. Nein, wir haben hier alle. Dann nehme ich einen, dann ist man da. Das ist auch mein Ding, ne? Ich weiß. Ich glaube, welches ist das? Es muss weiter oben sein. Etwas nach rechts. Ich glaube, das ist es. Oder ist ein anderer stärker? Hm. Ich glaube gleich. Hm. Ich würde sagen, drück drauf. Oh. Also so. So, da kannst du nur durchgucken. Warte. Scheiße. Nein! Ach, wusch. Wo ist es jetzt? Ah! Schau mal auf die Karte, wo er ist. Ja. Kaffee! Boah! Was hab ich gemacht? Du hast die ganze Elektronik kaputt gemacht! Ah! Ja, ruhig an. Was die ganze Elektronik kaputt gemacht? Wo sind der jetzt? Mario. Ja, da oben. Ja.
ein paar Sachen machen. Ja. Mario. Ich war trinken, ey. Hier. Aber er ist hier. Guck mal, wie ich am vibrieren bin. Ja, ne? Ja. Hallöchen. Da ist er! Also sogar hier wird es gerade richtig heiß. Hau ihn an. Ich hab's ihm hart gegeben. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ins nächste Stockwerk gehen, ne? Ja. Das wäre die 5. Etage? Ja, da fehlen uns auch noch ein paar Jungen. Ja, stimmt. 5, 7, 8, 12 und 13. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall sowieso in jede Etage gehen. Jede noch uns bekannte Etage, mit abgesehen von der 15., damit wir da den Buhu fangen müssen. Aber immerhin haben wir jetzt hier unten den Buhu. Also wir müssen nicht mehr in die unteren Etagen reingehen. Ja. Warum bist du gerade stehen geblieben? Oh, nee. Wahrscheinlich, weil hier keine Geister mehr sind. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe Luigi jetzt gerade erst gemerkt, aber ich bin im Hosenhotel. Knopf. Ja. Jetzt mal im Ernst, würdest du in so ein Hotel auch gehen? Ja. Aber was wäre, wenn es keine Geister hat und so aussieht? Dann ja, ne? Also noch golden war vielleicht. Ja, war voll schön, ne? Ja. Ey, hörst du mal auf, mich zu schubsen? Niemals. Übrigens, wir haben ja auch noch nicht mal alle Räume gesehen. Oh, nee. Ich wusste da, dass uns noch irgendwas fehlt. Erstmal. Oh. Ich bin wieder an Regentropfen abgekommen. Ja, ich bin in eine Pfütze getreten. Hey, da habe ich mich aufgelöst. Und dann bin ich draufgegangen. Ja, ey. Ja, sieht sicher aus. Wow. Okay. Jetzt gib's zu, du würdest da auch so zittern. Ja, natürlich. Ich bin der Stelle schon runtergefallen. Warte. Oh mein Gott. Haha! Ja, ich weiß, wie wir da rankommen. Also, was denn schön. Ah. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Ja. Ja. Nein, er ist schon weg. Ach, was soll's. Du hast noch genügend Leben. Außerdem hast du immer noch 3 Knochen. Ach, was? Siehst du? Ich hab dich ein bisschen Leben aufgesammelt. Du kannst runterkommen. Es gibt einen anderen Weg dahin. Aber ich sehe den Buhu. Ja, warum nicht? Ja, kann ich einfach. Das ist ja
hier los. Ich glaube, wir sollten den die nicht stören. Ich glaube, wir stören sie doch gleich sowieso. Sehr merkwürdig so mit. In jedem normalen Badezimmer. Wegen Klopapierrollen einfach durch die Gegend. Und das Handtuch abwaschen. Irgendwie so, was ich da gerade passiert ist. Oh nein. Faule Hotelpagen! War jemand am Telefon? Wir haben ihn umgebracht. Lass uns einfach reingehen. Hey. Was ist denn hier los? Geht ihr wieder nicht eurer Arbeit nach? Das haben wir kaputt gemacht. Socken. Yeah! Ich wollte schon immer mal Socken haben. Wolltest du auch schon immer mal Socken haben? Ja. Oh. Ich glaube, der hat ein Schleudertrauma gehabt. Weiß nicht auch? Ja. Bring ihn um! Die Ausstattung. Ja, genau. Innenausstattung. Oh, so sehe ich es. Ich habe keine Ahnung. Mir egal. Hauptsache, wir machen alles kaputt. Wie Blasen nicht einsaugen. Yeah. Ich glaube, hier haben wir alles. Dann gehen wir aber weiter. Ja. Telefon! Ja, warum was geht? Der hat uns ausgelacht. Wenn wir den erwischen. Lass uns mal nochmal nach links gehen. Da sind auch noch ein paar Räume, die wir noch nicht gesehen haben. What? Mir ist jetzt gerade auch. Mir fällt jetzt erst gerade auf, dass wir hier noch gar nicht waren. Ja. War das nicht die Stellenhelle, wo du von König Buhu verfolgt wurdest? Kann sein. Ja. Guck mal da, welchen Raum wir gefunden haben. Wir haben Peach Raum gefunden. Komm, wir verwüsten hier alles. Das war doch auch schon so am Anfang. Erinnerst du dich nicht mehr? Nein. Das stimmt, ich weiß. Ist schon. Ein paar Wochen her, aber trotzdem. Ist ja nicht so, als ob wir schon seit Wochen in diesem Hotel sind. Ja. Ich meine, wir sind ja erst seit einem Tag hier drin. Alter, was ist los mit dem Koffer, ey? Mann. Haben wir eine Tür gefunden! Ich glaube, die führen uns auf den Balkon. Ich glaube sogar zu einem Juwel. Ja! Ja, die führen uns zu einem Juwel. Wie Peach hat einen eigenen Balkon. Das ist auch ein eigener Balkon. Warum? Ich liebe die Natur. Ja. Ich war verstanden. Ich hasse die Natur. Ich muss Blumen vernichten! Aha! Hab Blumen vernichtet! Ich geb der Welt Leben und du nimmst es wieder. Ey. Ja. Gibt's doch nicht. Was jetzt schon wieder was? Ich bin gestorben. Komm, siehst du diesen Gargoyle da? Nennt man das so? Gargoyle? Ja, Gargoyle. Ich nehme das mal an. Schön. Gute Arbeit. Wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich glaube, ich weiß sogar, wo das letzte Juwel ist.
blöde. Der Stuhl. Der Stuhl. Danke. Bitte. Leg die Gießkanne weg. Ja, hey. Das Ding noch kaputt. Wow. Hast du gesehen, wie weit der geflogen ist? So. Wir waren noch gar nicht in Peach Bar Zimmer. Oh Gott. Ist ja nervös. Wollten wir da schnell mal reingehen? Ja. Wer packt eine Perle in die Toilette, ey? Hey, das ist sowas von uncool. Und hier das ganze Geld hier. Und das ist Geldverschwendung. Ah, pass auf. Pass auf. Lol. Für dein Leben. Ich komm doch immer wieder. Ich komm immer wieder. Das ist dir bewusst, ne? Was? Der wollte mich anfassen. Bring ihn um! Ich bring ihn um. Ah, dann bring ich ihn doch mal um. Ich meine. Erst um den kümmern. So, erledigt. War das nicht Marios Raum? Er ist dieser Mario. Das stimmt. Ich meine, ist dein Name nicht Mario Mario? Oh, und ist sein Bruder nicht Luigi Mario? Ich glaube, hier irgendwo war das letzte Juwel. Ja. Ja. Oder? Nehm ich mal an jetzt. Schwert hat. Wieso war ein Schwert im Klo? Das fragst du mich? Was macht Mario mit einem Schwert im Klo? Ich weiß. Würdest du mal. Oh, ne, warte halt. Das kann ich jetzt machen. Versuch jetzt mal die Dusche in Gang zu setzen. Ich wusste es. Da ist das Juwel drin. Oh ja. Haha! Wir haben aber immer noch einige Räume, die ich erkundet habe. Ja, die sollen wir machen. Das sollen wir machen. Wie zum Beispiel dein Badezimmer. Oh Gott. Also, da war ich doch schon drin. Ich bin ziemlich sicher. Aber wo ist die Tür? So, ja. Stimmt, wir sind da während der Verfolgungszeit auch verschwunden. Ja, stimmt. Ja, traut sein. Traut sein, sogar nein. Wieder Skelette in meinem Badezimmer. Na klar, warum denn nicht? Wer hat nicht Skelette in seinem Badezimmer? Und natürlich riesige Wasserpfützen. Ne, jetzt mal im Ernst, hast du Skelette in deinem Badezimmer? Oder Clown in deinem Klo? So, okay, wo ist es? Da, in dem. Ach, da, boah. Nee. Ist das nicht? Ja, ich sehe das. Wo ist denn das? Was? Sag mal. Oh, warte mal. Ja. Oh, warte, ja. Moment. Ich bin gerade eingefallen, dass wir das noch haben. Ich muss schon sagen, ey. Ah. Ist da noch was drin? Das ist noch mehr. Ach so, das sind die Goldbarren. Jetzt habe ich dann auch erstmal gerafft. Die Goldbarren im Klo. Das war nicht das Klo. Doch. Das war im Ahnenwert. Nein. Doch. Was für ein Ding? So nennt man so eine Art Badezimmerschrank. Das wirkt ja nicht deine 1-Million-Euro-Worte um mich, ey. Was? Das ist eigentlich Allgemeinwissen. Das solltest du eigentlich wissen. Nein.
Warte auf mich. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Hier wollte ich eigentlich nicht reingezogen werden. Aua. Ah. Also, was ich hier machen kann. Komm her, du. Keine Sorge, er ist tot. Wir haben ihn. Jetzt haben wir ihn umgebracht. Ja, wir beide. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Was ist überhaupt die Karte? Oh, Mist, die verschwindet manchmal. No. Das ist eine Maid! Ah, oh Gott! Nein, nicht hier. Da, hier, tatsächlich. Perfekt. Wo ja, ne? Ja, hier ein besonderer Trick hier die Böse. Nein. Welche drin? Im Schrank? Mhm. Ah. Okay, nicht ganz. Ich stecke fest. Komm wieder mal raus! Hilfe! Ich komme nicht mehr raus. Oh Scheiße! Wir müssen zurück zum Labor. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal kurz. Zum Titelbildschirm. So, taucht dann. Taucht nicht einfach irgendwo anders auf, ja? Ich glaube, dann sind wir wieder ganz am Anfang. Aber wir können es ja mal versuchen. Drücken wir erstmal auf Minus. Wir müssen das ja nicht sehen. Ja, dann gehen wir einfach zurück. Hi. Tschüss. Ja, hi. Und jetzt geht's. Ja, direkt. Okay, ja. Nein! Na! Ah, ich bin draußen. Wie hast du das gemacht? Ich muss mal den Bogen irgendwie kriegen oder so. Vielleicht kann er mich irgendwie aufboxen oder so. Wuff, wuff. Ich bin Bulldogge. Ja. War. Wow. Wow. Ja, warum? Warum? Warte mal. Da steckst du halt wirklich fest, ey. Ich glaube, wir sollten mal zum Titelbildschirm zurück und dann noch mal starten. Hart verdammt. Also wir merken uns, die Stelle ist böse. Das ist, weil du den Schrank aufgemacht hast, ey. Wieso, weil ich den Schrank aufgemacht habe? Ich stand da in der Ecke, du hast den Schrank aufgemacht. Jetzt hat dann die Tür mich versperrt. Ey. Ich glaube jedenfalls, dass das passiert ist. Ja. Ja, Korridor. Gut. Denke mal, dass wir dann wieder an unserem anderen Standpunkt wieder starten können. Ja. Ja, wir haben einen Bug gefunden. Hm, cool. Ja, wir sind wieder hier. Oh, der ist jetzt aber auch woanders. Achso, du bist noch auf Solo-Spiel. Ja. Ich frag mich jetzt schon, was ist denn jetzt los? Ja. So. Okay. Hier. Nein. Ja.
Da ist er. Oh, ich bin Bulga, ganz schön. Unangekettet. Grrr. Ja. 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 Hey, hey. So, haben wir jetzt hier alles erledigt? Ich glaube ja. Wir sollten gleich nochmal zum Labor zurückkehren. Ja, wir haben 26 Minuten jetzt. Ja. Ja, wir sollten zum Labor zurückkehren, um unsere Geister abzugeben. Ja. Das können wir ja mal machen. Da können wir nämlich offscreen nämlich nachgucken, wo die Juwelen sind. Ach da. Haben wir überhaupt jetzt schon die ganze Karte freigelegt? Haben wir schon alle Räume erkundet? Ja. Ja. Ja, haben wir. Obwohl da sieht irgendwie aus jetzt. Nein. Wir haben alles gesehen. Aber da war keine Wand. Doch, da ist man jetzt. Gut. Ding dong. Das ist die 6. Etage nochmal. Na, weiß ich gar nicht mehr. Das Spukschloss. Ja, okay, im Spukschloss, da haben wir alles. Also da haben wir alle Juwelen für uns nur in, oder Behu. Oh, alles klar. Wir können ja gleich eben nachschauen, was uns noch alles an Juwelen fehlt. Okay, bevor wir uns dann in die letzte Etage begeben. Puste dir eins ins Gesicht. Ich habe deine Mütze zum Rotieren gebracht. Oh nee. Oh, doch. Du kannst. Ich bin viel schneller als du. So. Galerie. Ah. Ah. Ich habe den Stoff. Ja. Geiler Stoff. Geiler Stoff, Luigi. Ja, wir haben 7. Ja, wir haben 7. Juwelen. Alles. Da fehlen uns nur 2. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden sind. Da. Ja, ich weiß halt nicht mehr, wo. Also bei den Öfen, beim Ökohaus dabei, weiß ich leider nicht mehr, wo die beiden letzten Juwelen sind, das weiß ich nicht mehr. Okay. Aber ich weiß, wo beim Filmstuhl hier noch das letzte Juwel ist, das weiß ich. Gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Part weiter mit Buhus jagen. Ja. Und auch Juwelen suchen. Und dann geht's dann irgendwann mal weiter in die letzte Etage. Ja, das würde ich auch sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.